So, in etwa. Unter Umständen. Aha. Eins, zwei. Verdammt, das war falsch, ne? Wohl, eins, zwei. Das sollten vier sein. Sind das jetzt vier? Ja, das sind vier. Faszinierend. Wie vier auf einmal vier sein können. Unglaublich. Aber wie kriegen wir das hin? So, ich hoffe, das ist richtig. Und gleich gehen uns die Glasblöcke aus. Na, super. So, das ist das. Und hier müssen wir jetzt wieder einen Airblock zur Hilfe nehmen, um hier jetzt nochmal zwei zu setzen. Aber wir haben nur einen. Also auf, zurück nach Hause. Yay. So, dann kann ich ja nochmal ganz kurz hier gucken, ob ich jetzt hier noch am Tonspur aufnehmen bin. Ja, läuft. Alles supi. So, was haben wir noch, was uns dieses Jahr 2014 alles Schönes erwartet? Das ist halt das Problem. Uns erwartet nicht so viel Tolles, Schönes. Glaube ich. Aber zumindest wüsste ich jetzt nicht, was uns erwartet. Ich glaube, uns erwartet wieder irgend so eine komische WM. Interessiert mich aber persönlich nicht für. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich nicht so der Fußballfreund bin. Ja, und ich weiß, jetzt wieder eine große Welle so, was? Wie kannst du denn kein Fußball mögen? Ja, das geht ganz einfach. Ich mag einfach kein Fußball. Das ist wie, dass ich auch kein Rindfleisch mag. Ist auch so. Ja, außer halt, Ausnahme beim Rindfleisch ist wiederum das komische Chemiezeug vom McDonald's. Was nicht wirklich nach Rindfleisch schmeckt, aber was Rindfleisch darstellen soll. Das finde ich wiederum voll okay. Aber sonst Rindfleisch, ich bin kein Fan vom Rindfleisch, nee. Rindfleisch, nee. So, und ich muss hier mal ein paar Kekse immummeln. Damit wir auch mal wieder hier ein bisschen was, ne, und so haben. Damit wir auch wieder rennen können. Durch die ganze Gegend hier. Wie ein ausgewachsenes Mammut. Aber ob das auch so klappen wird, ich bezweifle es mal. So, unser Diamantschwert wird auch nicht mehr so lange mitmachen. Aber, naja. So ist das halt. Ja, sonst, ne? Ich kann ja mal fragen, euch hier, ne? Da müsst ihr wieder was in die Kommentare schreiben. Boah, bin ich gemein. Worauf freut ihr euch denn in diesem Jahr? Gibt es einfach, worauf ihr euch freut, oder denkt ihr euch so, wie ich, so, pff, ja, pff, ne? 2014 ist ein Jahr. Ist ja toll. So, ich gucke mal, ob man hier schon ein bisschen imposantes was sehen kann. Man kann hier halt unter Wasser immer schlecht gucken. Ich kann immer ganz kurz gucken, ob wenn ich hier das Ressourcenpack ausstelle, ob man dann besser was sehen kann oder sowas. Oh nee, da sieht man ja noch weniger. Da sieht man ja noch viel weniger. Dann machen wir es halt wieder an. Oder warte, wir haben ja auch hier noch eins. Das können wir mal ganz kurz antesten, um zu gucken, ob wir jetzt hier was sehen können. Sehen wir auch nichts. Ich muss da tatsächlich, wenn ich am... wenn ich dabei bei mir ein Texturenpack zu erstellen, muss ich gucken, ob ich das Unterwasserzeug da so ein bisschen transparenter machen kann. Ich glaube, das kriege ich hin, vielleicht. Unter Umständen. Muss ich mal gucken. Ja, ich bin ja immer noch dabei, mir ein eigenes Ressourcenpack hier zu erstellen, beziehungsweise speziell Texturenpack. Und, ja, wollte ich ja mal gucken, inwieweit das dann ankommt und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt hatten wir hier die Vierer-Ecke. Dann kommt hier die 2 hin, wo ich eben nur noch einen hatte. Genau, und jetzt brauche ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Puh, okay. Dann kommt das Tier ran. Ich hoffe, wir haben genug Erde, um hier alles auszutrocknen. Aber ich glaube, wir fangen dann sowieso oben an oder so. Würde dann halbwegs Sinn machen. Jetzt aber zum Eigentlichen. Ich muss hier... 1, 2, 3, 4. Jetzt geht das hier wieder ums Eck, richtig? So. So. Und, so. So. Klappt doch. Ist doch super. Alles super paletti. So, und hier war das so. Eins, zwei. Und da haben wir wieder die Fünferreihe. Also ihr merkt schon, wir kommen wesentlich schneller hier überall rum. Das bedeutet, der innere Kreis wird immer kleiner.
und kleiner. Besser als der Kleines. So. Wir haben es bald. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln hier. Zumindest können wir jetzt hier ein bisschen was sehen. Ist ja auch schon mal viel wert hier. Damit ihr nicht hier immer nur schwarzen Bildschirm habt oder zumindest dunklen Bildschirm. Hier. Hier so. Hier so. Und 1, 2, 3, 4, 5. Okidoki. Das da dran. Ich wünschte mir auch manchmal, dass teilweise das Wasser so sich verhält, wie zum Beispiel in Terraria oder in Starbound, wo das Wasser halt abfließen kann oder ähnliches. Aber es ist auch schon ganz gut, dass das Wasser hier so funktioniert, wie es soll. Obwohl, es wäre natürlich auch interessant, wenn du halt dem Wasser wirklich sagen könntest, was es zu tun hat. Also jetzt nicht so verbal, sondern halt oder nonverbal oder sonstiges. Sondern halt, dass es halt weiß, aufgrund von verschiedenen Aktionen, was es zu tun hat. Und da hinten geht schon wieder Mond unter Meer auf. Faszinierend. Und dass sich dann halt quasi das Verhalten des Wassers anpasst. Also quasi ziehst du Stöpsel, fließt das Wasser ab. Setzt das Wasser irgendwo hin, dann fällt es sich so wie bisher hoch. So, diese Ebene wäre jetzt auch schon fertig. Dann gucken wir mal auf die nächste. Da geht's wieder eine Reihe nach innen. Okay. Brauche ich jetzt nur wieder mehr Glas. Mehr Glas. Ein bisschen was haben wir ja noch. Und wir können auch noch jede Menge einschmelzen. Wir haben ja noch so viel Sand. Das geht schon. Das kriegen wir gebacken. So, das ist das. Dann kommen hier... 1, 2, 3, 4. Kommt hier so ein Dreieck. Ein Dreieck? Tatsache. Das wird gemacht wie folgt. Da müssen wir hier, hier und... hierhin machen. Das geht. Muss ich mir nur merken, wie das geht. Ach du Kacke. Und jetzt hier auch nochmal. Warte. So. Jetzt kommt wieder so ein Dreieck. Ah, Halleluja. Das wird eine scheiß Ebene. Das denn jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich. Okay. So. Dann kommt das daran, das daran, das daran. Und dann haben wir auch schon wieder die Vierer-Reihe. Wenn er das dann hier auch macht, wie er es machen soll, wäre echt nett. So, hier wieder. Zack. Weg da. Zack, zack, zack. Ja, nicht runterfallen. Gut, und sonstige Gesprächsthemen. Also, ich bin jetzt hier aktuell noch 29. Dezember. Und hier passiert jetzt im Moment noch nicht so viel. Ja, also... wenn ihr das hört, ist hier die Welt noch in Ordnung. Und 2014 geht's dann wahrscheinlich einfach nur noch bergab. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Warum nicht? Ich meine, für mich ist es ja, wie gesagt, ne, einfach nur ein Jahr und auch da bin ich genauso froh wie jedes Jahr, wenn das Jahr einfach vorbei ist. Einfach, weil ich nicht wirklich irgendwas erwarte. Weil ich ja auch immer alles auf mich zukommen lasse. Vielleicht manchmal nicht die gesündeste Ansichtsweise, weiß ich selbst, aber hey, es ist mir persönlich lieber, als wenn ich mich hier tagtäglich verrückt mache, was mich denn morgen erwartet. Und naja, ist halt so. Nein, verbaut, shit. Lange, lange Zeit. Endlich mal wieder verbaut. Mensch, das muss jetzt mal sein. Nein, nicht der Glasblock runtergefallen. Nein, jetzt habe ich ihn wieder. Okay. Also, wir werden hier sehr viel Platz haben, um irgendwas hier Tolles zu bauen. Fragt sich nur, was wir hier alles bauen werden. Und dann mal gucken. Ich würde ja auch gerne einen Baum unter Wasser pflanzen, wenn es denn geht. Hatte ich so geplant, entweder so halt im Zentrum dieses ganzen Dingens entweder einen Baum zu pflanzen oder einen Brunnen zu setzen. Aber wahrscheinlich wird es auf einen Baum hinauslaufen.
Einen Brunnen kann man ja nach wie vor auch noch immer noch setzen, aber halt so ein Baum unter Wasser ist halt schon, finde ich persönlich, ein bisschen was Besonderes. Hat nicht jeder und so. Ja. So. Dann kommt hier jetzt schon wieder das Dreieck. Ja, hier kommt schon wieder das Dreieck, war ja klar. Dann musst du da hin. Was war denn das hier? Achso, war so ein schwarzer Punkt im Wasser. Voll normal. Nur so ein Tintenfleck vom Tintenfisch. So genau will ich es gar nicht wissen. So, gleich haben wir schon wieder das Ende der Fahnenstange hier erreicht. Ich habe mal wieder keine Erde. Auch keine Erde dabei. Ja, super. Dann können wir jetzt zumindest ein bisschen Erde abbauen. Nur so ein bisschen was, was wir jetzt hier sowieso nicht mehr brauchen. Obwohl früher oder später müssen wir es da eh wieder hinsetzen, damit wir hier das Wasser abdingsen können. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Yay! Ich freue mich jetzt schon nicht. Aber vielleicht hole ich mir auch einfach Erde wieder, aber dann müsste ich wieder durchs Portal und so. Und ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt noch funktioniert, wenn wir es noch umgehen. Wie spät haben wir es denn? Ist noch nicht so spät, das heißt, wir könnten eigentlich. Ja doch, wir sind ja sowieso mitten auf dem Meer und da sind sowieso keine Zombies in der Regel. Da können wir eigentlich auch gefahrenlos nach oben tauchen und uns unsere Erde holen. Ja, können wir machen. Gut, und dann geht's dann gleich weiter hier mit der nächsten Ebene. Ich hoffe, ich komme da durch das Portal. Sieht schon wieder so komisch aus. Nein, nicht so. Portal Gun, komm mal her hier. Ich brauche den mal. Zack. Einfach neues Portal setzen. Geht auch. So, was wollte ich? Ich wollte Erde. Erde haben wir zum Glück ein bisschen. Aber ich glaube, die Erde, die hier drin ist, wird nicht reichen, um die Kuppel einmal komplett auszudingsen. Und wir werden Schaufeln brauchen. Oh meine Güte, das wird ein Riesenspaß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eventuell werde ich mir dafür Hilfe besorgen. Muss ich mal gucken. Je nachdem, ob jemand dazu Lust hat. Ich brauche auch noch jemanden zum Glowstone Farm. Aber hey, das ist ein Thema, um das kümmere ich mich mal ein andermal. Erstmal jetzt hier nächste Ebene. Da müssen wir jetzt hier von dem Dingens aus, okay. Bis zum dem Dingens. Zum Glück wisst ihr nicht, was dem Dingens ist. Müsst ihr mich auch nicht zwingend verstehen hier. Das tut ja sowieso kaum jemand. Hä, was soll denn das jetzt für ein Konstrukt werden? Warum? Ist das nicht ein bisschen unnötig? Mal gucken. So. Soll hier so ein Viererblock hin? Okay. Dann brauchen wir jetzt hier wieder Erde, um hier und hier so einen Gasblock draufzusetzen. So in etwa. Dann wieder ein Viererblock. Okay. Wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß auch nicht. Der versteht mehr von irgendwelchen geometrischen Formen als ich. Aber das ist auch nicht schwer. Aber an sich eine einfache Reihe, die wir jetzt hier zu erledigen haben, das kriegen wir hin. Nein, das war einer zu viel, verdammt. Das passiert, wenn man einfach mal fröhlich drauf losbaut. So, du dahin. Wieder zwei an die Ecken. Zack und zack.